Servus die Malen und grüße euch die Buben. Ja, tolles Wetter und ich bin wieder mal im heimischen Wald unterwegs. Ja, nichts Besonderes vor, einfach nur drauf los, schauen was passiert. Gehen wir. Geile Gegend. Altweibersommer. Schaut euch die Farbenpracht an. Ist das nicht gigantisch mit dem Sonnenlicht noch dazu? Einfach nur top. Ja, und hier liegen sogar noch Birnen. Mal schauen, wie die schmeckt. Auf alle Fälle hart. Nicht schlecht. Und so wie es aussieht, hat sich hier einer was Leckeres besorgt. Ja, da steht ein Parasol. Jawohl, das ist einer. Ja, Freunde, in der Zwischenzeit ist es 14.30 Uhr. Der Hunger ist groß und ich werde mir jetzt einmal das Platzl da einverleiben, eine Kleinigkeit machen. Ja, Freunde, wie gesagt, es ist jetzt kurz vor 3, quasi 15 Uhr. Ich habe Hunger. Ich habe heute den Strohlostof wieder dabei. Und es gibt einmal nur ein Püree, ein fixfertiges. Ja, sollte reichen. So, 200 Milliliter Wasser drauf und ab geht's. Ja, und die kleine Mahlzeit ist fertig. Ja, Freunde, in diesem Sinne, Mahlzeit. Das geht ja blitzschnell. Heiß. So, und jetzt ist gleich das Wasser fürs Käfchen dran. Jawohl. Brodelt ja schon, herrlich. So. Ja, Freunde, in diesem Sinne wieder mal Prost an alle. Ja, hier ist wieder die Hölle los, klar, bei dem Wetter ziehen die Motorsegler umher. Naja, natürlich auch die Sportflugzeuge unterwegs. Ja, in der Zwischenzeit ist es auch 3:30 geworden. Werde ich dann schön langsam wieder alles zusammenpacken und in die andere Richtung zum Auto gehen. Da habe ich jetzt noch gute 6 Kilometer von mir.
Ja, ist so. Passt, gehen wir. Ah, ein richtiges Schwammerlparadies, aber leider alles die falschen. Schade. Den kann ich aber nicht stehen lassen, der schaut gut aus. Jawohl, der ist auch okay. Super. Nummer 2. Passt. Ja, jetzt bin ich noch einmal ganz am Gipfel hinauf. Puh. Ja, einfach das Wetter ausnützen. Ja, jetzt muss ich mich schon beeilen, sonst wird es noch finster. Ein Wahnsinnsschauspiel, hier sind etliche Fledermäuse auf der Jagd. Die Batmans sind los. Ja, in der Zwischenzeit sind wir am blauen Steinbach wieder angekommen. Die letzte Steigung. Und dann geht's bergab. Ja, und jetzt geht's zum Glück nur mehr bergab. Den letzten Kilometer bis zum Auto. Ja, Freunde, das war's mit der Tour. Da unten steht schon meine Droschke. Wir haben fast 12 Kilometer absolviert. Ich sage wie immer, danke fürs brave Mitlaufen und man sieht sich und servus dem Allen und pfiat euch die Burm. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.